Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Subterra Core. Ich würde einmal eben kurz einen Loop an mich selbst aussprechen. Es fällt keine Folge aus, obwohl ich auf ein Konzert bin. Naja. Ist jetzt eigentlich gar nicht so lobenswert, aber zeigt, dass ich vielleicht, dass ich wieder ein bisschen den Flow drin habe. Weltbazar? Nee. Ist so ein Tempel. Kann man da landen? Leider nicht. Meine aber. Jetzt total doof. Müsste es doch auch noch irgendwo eine geheime Stelle geben, wo man landen konnte. Nee, nicht beim Weltbazar. Irgendwo hier müsse das gewesen sein. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin doof. Da! Die meinte ich. Ich glaube, es gab auch noch eine in dem Dschungel da, die wir jetzt nicht suchen. So, wie war das denn jetzt hier? So, hier ist einmal diese Truhe. Genau, da muss man irgendwas an den Lichtern hier machen. Weiß gar nicht mehr, was da drin war. So. Ist immer noch geisterhaft. Hier ist noch so ein starkes Licht. Da auch. Wo haben wir denn noch eins? Ach, hier in dem Gang. Eins der wenigen kleinen Secrets. So wie der Steinkreis auf Terra 3. In die Kubel. Ist, glaube ich, ultra unnütz. In die Kubel, da. Steigert die Fähigkeit, Chorzauber zu wirken. Frage ist, in welchem Ausmaß? Würde ich ja gerne mal ausprobieren. Einmal raus hier. Habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. In die Kubel. Gehen wir doch einfach mal auf Terra 2. Die Badlands. Lassen Grub mal einmal ohne in die Kubel zaubern. Und dann mit. Und schauen wir mal, wie viel das gebracht hat. Nehmen wir einfach mal den stinknormalen Feuerzauber. Nee, das wollte ich gar nicht ausrüsten, wollte ich. In die Kubel. Oh, plus. Schauen wir mal. 599 war's. Inwiefern verändert sich der Wert denn jetzt? Feuerzauber. Naja. Hilft halb genauso gut wie das Korpus. Könnte ich vielleicht dann LED geben? Korpus? Powerplus, nicht Korpus. Gegen in die Kubel eintauschen. Psy-Kette. In die Kubel. Oh, das ging um 6 Punkte runter. Nee, dann, Ach komm, wir lassen das einfach jetzt so, wie es ist.
Warte, hier auf Terra 2 gab es, glaube ich, auch noch was. Ja, hier. Was haben wir denn da? Geistererscheinung. Da ist sie in den Brunnen gelaufen. Gott, wie ging das nochmal? Gibt auf jeden Fall. Auf Terra 3 gibt es ein Buch dazu. Da steht das von einem Jungen, der in den Brunnen gefallen ist und noch immer angeblich darauf wartet, dass er zu essen gerufen wird. Ich glaube, man muss irgendwas mit dem und ein Brot machen. Das war, glaube ich, recht kompliziert. Wir probieren es einfach einmal. Ich nehme das Brot mal schon mal in die Hand. Da rennt er schon. Jetzt ist der hier. Nee, ich kann ihn nicht mit dem Brot erwischen. Ich glaube, man muss irgendwie verhindern, dass er in den Brunnen läuft. Aber wie? Versuchen wir es noch einmal. Ich meine auf jeden Fall, hier könnte man was machen. Es gibt ja auch ein paar Orte, wo man eigentlich gar nichts machen kann. So. So, er läuft ja jetzt gerade straight drauf zu. Vielleicht wieder zurücklaufen danach. Also irgendwas muss da passieren. Weiß nur nicht was mehr. Aber wenn das jetzt nicht klappt, dann gehen wir einfach zu Layla. Was passiert denn jetzt, wenn ich zurücklatsche? Passiert erstmal nichts. Wenn ich jetzt hier rumlaufe. Ah, Mist. Ich glaube aber, die Idee war ganz gut. Ja, hier rum und dann, ja. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir es machen müssen. Schauen wir mal. Einmal hier rein. War es doch nicht mit dem Brot. Man müsste ihn schnell genug mit dem Brot erwischen. So. Jetzt wirklich ganz außen rum. Ja. Jetzt ist man. Fuck, eigentlich hätte man jetzt vor ihm beim Brunnen sein müssen. Nochmal. Ich glaube, einfach ein bisschen schneller diesmal. Ich meine, es ging so. Man muss vor ihm auf jeden Fall beim Brunnen sein. Das war, glaube ich, der Trick. So, ganz schnell. Nee. Hä? Ah, das mache ich falsch.
Naja, das lassen wir jetzt mal. Ich guck mal, ob ich da vielleicht offscreen mal eine Lösung zu finde. Und dann schauen wir da nochmal. Eh genug Folgenzeit damit verplempert. Gehen wir zu Layla. Nach Terra 3. Eigentlich will ich auch nicht nur irgendwie Zeit rausstrecken, weil ich den nächsten Abschnitt nicht mag. So. Was Layla jetzt wohl sagt. Ach, was wir übrigens machen können. Wir haben ja jetzt das kaiserliche Siegel, das und den Talisman der Sie Erwählten. passen genau zusammen. Aber wieso? Talisman-Siegel. Wurde ja erwähnt, dass das das passende Gegenstück dazu ist. So, Layla, kann ich dir das übrigens zeigen? Nee, dann reden wir einfach nur mit dir. Layla, wir haben so viele Menschen evakuiert, wie wir konnten. Aber nun, da die Maschine der Djinnam zerstört ist, können wir Doskas nicht mehr davon abhalten, die nächste Scholle anzuheben. Deshalb müssen wir gegen ihn kämpfen. Aber wir sind nicht stark genug, um ihn aufzuhalten. Ihr werdet stark genug sein. Doskias führt das gewaltige Schwert von Gemma, eine dunkle Runenklinge von großer Macht. Das war auch der Grund, warum er Gunnar im Kampf besiegen konnte. Du kannst Doskias nur besiegen, wenn du die einzigen beiden Waffen findest, die es mit seiner Klinge aufnehmen können. Die Zwillingsschwerter des Marduk. Aber wo finde ich sie? In Marduks verlorener Stadt Babylon, die auf Terra 4 verborgen ist. Du musst die beiden Schwerter wiederfinden. Die letzte Schlacht steht kurz bevor und das Schicksal der Welt liegt allein in deiner Hand. Der Planet wird bald beginnen zu kollabieren. Du musst Doskias aufhalten und das Geschenk des Schöpfers erlangen. Nur dann wirst du in der Lage sein, die Welt zu retten. Aber wie soll ich eine Stadt finden, die seit Tausenden von Jahren niemand mehr gesehen hat? Finde Kyras Spiegel. Er wird dir bei deiner Suche als Schlüssel dienen. Und nun verlasse ich dich mit dieser einen letzten Warnung. Beschmutze Marduks inneren Tempel niemals mit Gewalt. Man sagt, die Geister üben fürchterliche Rache für ein solches Sakrileg. Alles klar. Kyras Spiegel. Was genau ist Kyras Spiegel? Ein uraltes Artefakt. Dogo erschuf es und Kyra benutzte den Spiegel, um das Licht in den Himmel zu reflektieren und so die Sterne zu machen. Marduk folgte dem hellsten aller Sterne zu Gemmas versteckter Festung, wo er die Armee der sieben Winde zusammenzog und Kyra und die Welt vor der Verdammnis rettete. Wo kann ich Marduks alte Stadt finden? Babylon auf Terra 4, wo sich heute der Weltbasar befindet. Suche dort! Ja, aber dafür brauchen wir erstmal den Spiegel. Kämpfen? Ne, da wiederholt sich nur das eine. Doomsday-Maschine können wir auch nochmal ansprechen. Wann wird Doskias die Doomsday-Maschine wieder einsetzen? Doskias wartet auf den richtigen Augenblick, um die nächste Scholle anzuheben. Und erst wenn er dies tut, werden wir wissen, welcher Kontinent betroffen ist. Und was passiert, wenn das letzte Stück an seinem Platz ist? Die Oberfläche des Planeten wird Runen formen. Und wozu soll das gut sein? Dadurch wird der Person, welche die Prophezeiung erfüllt, das Geschenk des Schöpfers zuteil. Was für ein Geschenk? Die Macht, die Welt zu retten. Ja, Maya, was fragst du denn auch so doof? Was denn sonst? Macht die Welt zu retten, also. Hallo? Liegt doch auf der Hand. Will mal eben hier rein. Mit der jungen Dame hier sprechen, die gar nicht so jung ist. Und den Panzer Flat holen. Ja, ich schätze mal, es wird die beste Karte. Core-Karte. Nee, Core-Karte schlechter. Ja, Panzer. Ich werde sie nämlich bald mal ein bisschen ohne Grub einsetzen und dann wird sie ein bisschen Schaden mal machen müssen. Hier kannst du auch heute dafür kriegen. Drei, nee, vier Stück. Wow. Das Core-Tool behalte ich natürlich trotzdem.
Falls sie wieder mit Grub in einer Gruppe ist, muss sie ja zaubern können. Aber weitermachen wir erstmal nach einer kleinen Sicherung. So, bei der Suche nach Kyra Spiegel ist mir ja das, ist mir ja zumindest schon mal, wo sich der Rahmen befindet, nämlich im Besitz von Connor. Und der befindet sich doch auf Terra 5 mittlerweile. Dann machen wir erstmal in Gregor, ob da irgendwer was weiß. Den Pirat spreche ich vielleicht besser nicht drauf an. Ich glaube, der hat eh nur einen Einzeiler. Du warst doch bis jetzt immer der Beste zum Ansprechen. Jinnampes, Campbell, Campbell? Könnten wenigstens einige Truppen entkommen. Ich habe gehört, dass General Campbell davongekommen ist, aber das kann nicht sein. Er würde wiederkommen, um uns zu helfen, oder? Naja, Campbell ist tot, dann reden wir vielleicht mal so mit dir. Was ist mit der Bevölkerung der Stadt geschehen? Die Chinampest hat sie ausgelöscht. Das gleiche Gift, das sie im letzten Krieg benutzt haben, um jeden zu töten, der nicht dagegen geimpft ist. Das bedeutet alle Menschen in Ankara. Grub? Ich habe nichts zu sagen. Wen wundert's? Let? Let starrt nur so vor sich hin. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendein... Nein! Nach dir habe ich gesucht, weil du bist neu. Maya. Hat diese Stadt auch schon unter Connors Piraten zu leiden gehabt? Connor? Ich fürchte, er wird die Stadt zerstören, um mich zu fangen. Warum das, Grub? Ich habe nichts zu sagen. Let? Die Piraten scheinen diesen Ort vergessen zu haben. Fragt sich bloß, wie lange noch. Ich glaube, sie werden noch herkommen, um nach mir zu suchen. Connor. Warum sucht Connor nach ihnen? Ich bin aus Connors Verließen unterhalb von Ankaras Hauptstadt entkommen. Er herrscht über die Stadt vom alten Gefängnis aus. Ich habe einen Schlüssel gestohlen. Damit kann man das Gefängnis aufschließen, wenn man durch die alten Zugangstunnel hineinkommt. Für U-Bahn Ankara. Dankeschön. Ich hatte in Erinnerung, dass man eigentlich mit Arim mit ihm sprechen müsste. Und er es dann preisgibt, dass er von Connor weggelaufen ist, aber scheinbar habe ich das falsch im Kopf. Naja. Wenn wir gegen Connor vorgehen, darf eigentlich Lobo nicht fehlen, aber ich eigentlich schon genug von ihm gesehen habe. Wer macht denn mehr Sinn auf Position 3? Ich lasse jetzt sie einfach mal da. Man braucht einen von den beiden Technikern, ansonsten macht man sich den Bosskampf übelst schwer in diesem Gebiet. Und da Led besser noch mit jemandem fungieren kann, der, haben wir das, dem Panzer, noch mit jemandem in der Truppe kämpfen kann, der nicht auf magischen Schaden spezialisiert ist, machen wir das mal so. Ich hoffe, auf dem Weltbazar gibt es keinen besseren, ich überprüfe es einfach nur gerade mal zur Sicherheit. Ich hoffe, da gab es jetzt keinen besseren Schraubenschlüssel. Ansonsten neulich. Wer hat den Schraubenschlüssel? Du nicht. Die Item-Tanten haben die ja immer. Ist auch irgendwie ein bisschen Käse ist, weil irgendwie ist es ja auch eine Waffe. So. Lustig ist, dass sie ganz viele Waffen da hat, aber gar nicht die Waffentante ist. Nee, sie hat auch nur Panzer, das ist beruhigend. Metallspange, das hat tatsächlich noch Badu, ne? Weiß ich nicht genau, wie da die Auswahl der Charaktere zustande gekommen ist, die benutzen können. So. Außerdem kommen die beide von Terra 5, also wer sollte besser geeignet sein, um Connor in den Arsch zu treten? Terra 6, Quatsch, Terra 4. Nein, Terra 5, meine Güte. Das in der Mitte. Die unterirdischen Zugangstunnel.
Da wird man sich jetzt, glaube ich, schlecht dran erinnern, aber als wir ins ankaranische Forschungslabor wollten, sind wir hier durch diese Gänge gegangen. Und da konnte man ja auch zum Gefängnis abbiegen. Möchte tatsächlich einmal da unten. Ja, yeah. Nicht komplett durch, weil komplett durch waren wir schon mal, aber ich möchte einmal gerne hier hin. Und zwar um diesen Kampf auszulösen. Der ist, glaube ich, sogar ganz schön happig. Mach du mal deine Windpeitsche, dann sehen wir die auch mal. Und wie viel Schaden macht's? 123, okay, der ist gar nicht so happig, der Kampf. Und ein Torso-Strahl. Es ist nur tatsächlich, wenn man mal früher hier aus Versehen hingeht und dann diesen Kampf auslöst, kann das ja frustrierend sein. Und weg. Macht sie mit ihrer Windpeitsche mehr Schaden? Ah, ja, weil es im Wind, also ein Blitzangriff war. Ich glaube, das hat jetzt gezählt gegen die Maschinen. Wollte den Kampf einfach mal machen. Der Vollständigkeit halber. Auf jeden Fall kam man hier ja an der Tür vorbei, wo Let sagt, hier bewahren wir unsere Gefangenen auf. Piraten! Mensch, mal wieder menschliche Gegner hier. Ja, komm, nerv nicht, genau. Wie eine bisschen komische Truppe, eigentlich benutze ich die so gar nicht. 208, ja, das war ganz schlau, voll aufzuladen. Du kriegst aber den hier mit einem Schuss geplättet, oder? Sehr schön. Und weg mit dem hier. 274. Okay, Led ist auf jeden Fall das schwächste Glied. Level 27 aufgestiegen. Oh, ich glaube, das hat die Power nochmal ganz gut erhöht. Das dürfte auch den Schaden nochmal gut gesteigert haben. Weil Led macht so ein Level-Up halt voll viel aus. Sie braucht aber auch übelst viel. 130.000. Bis zum nächsten Level-Up. Ist eigentlich ein Witz. Hallo, ihr dämlichen, widerlichen Kakerlaken. Ach, ihr seid aber alte Gegner, ne? Boah. Mensch, du. Oh, Entschuldigung. 169 hatte sie gemacht. 195, ja. Macht nur weniger Schaden, aber ich glaube, die Diskrepanz ist jetzt geringer. Na, schon wieder die Maden. Nee, die Fladen, oh Gott. Komm. Chor verschwenden. Das hätte mir jetzt zu lange gedauert sonst. Wir haben wieder zwei mit Schusswaffen in der Party. Das ist natürlich schön. Verspricht wieder schnellere Kampfesanimation. Dass man jetzt die alten Gegner aber auch drin gelassen hat. Irgendwie unnötig. So, hier, komm, da, weg. Das ist es mir wert, die Zeitersparnis. Geht hier alles von der wichtigen Folgezeit ab. Hi. Naja, eigentlich lieber Schuss. So, wie machen wir das denn jetzt am besten? Nein, nicht tarnen, du Sack. Das wissen wir aber zu verhindern. Den enttarn ich mal eben schnell. Enttarn mal mit dir zusammen. Weil das ginge mir jetzt hart auf den Zeiger. Da meine Granate rein, müsste alle treffen. Minus getarnt, ja, das war ja schon vorher. Oh, die Granate hat aber gut Schaden gemacht.
264 Gold, Penner. Auch mal eine Granate. Hätte ich mal als Napalm genommen. Ich glaube, das hätte mehr Schaden gemacht. Du bockst den um. Hat sie sogar wirklich. Du gibst den einen mit und besiegst ihn. Sehr schön. 3910 Erfahrungspunkte. Viel Gold. Viel schön. Hier. Da. Oh. Wo haben wir denn jetzt so schnell so viel Geld herbekommen? Mensch. Zellen. Nee, für die U-Bahn Ankara. Dass wir diese Zellenschlüssel nicht loswerden. So, und das ist übrigens meiner Meinung nach der ätzendste Abschnitt im Spiel. Ich weiß nicht, der macht dafür überhaupt keinen Spaß. Gut, als ich das schon so ankündige, motiviert bestimmt zum Zusehen. Nee, aber ich finde die Gegner nervig, das Ambiente ist hässlich. Ja, puh, schwierig. Ich würde sagen, ja, mach doch, was du willst, ey. Lass erstmal Lobo erstmal gar nicht an die Reihe kommen, weil das wäre ja langweilig. Einmal seinen Torso-Strahl machen. Nehmt dies. Dann die Windpeitsche. Und dann macht Maya das auch einfach. 35, ja. Sterbt. Und 220. Ah, natürlich kommt er nochmal dazu zu stehlen. Ah, macht aber null Schaden. Verrecke. Du billige Boba Fett-Kopie. 3500 Erfahrung. Eher weniger Gold. Hier konnte man einmal reinluken. Ist hier irgendwas Wichtiges? Ach, ein Hebel und ein Klo. Schön. Boah, da hätte ich jetzt gerne Arim. Was macht denn hier jetzt echt am meisten Sinn? Gute Frage, ne? Einmal vielleicht ein Boomerang durch. Er hat nicht mehrere getroffen, das ist natürlich doof. Aber hier der Strahl, der dürfte mehrere treffen. Ja. War jetzt vielleicht nur minder nützlich, aber hat getroffen. Der saugt sich Leben, der Arsch. Das hätte Lettin, glaube ich, jetzt umgebracht. Vielleicht Napalm. Das hat ja bei dir eine höhere Sprengreichweite. Bei dem hat das so eine übelst hohe Reichweite vom Sprengradio. Das ist total komisch. Aber macht eigentlich auch mehr Sinn. Ich weiß gar nicht, warum das bei Maya so eine geringe Sprengreichweite hat. Und weg mit dir. Die Gruppe macht sich sogar irgendwie. Ist jetzt gar nicht so schlecht, wie ich erwartet hätte. Macht das jetzt Sinn, diesen Hebel zu betätigen? Es geht da auf. Kann aber trotzdem da unten, glaube ich, erst rein. Das ist vollkommen egal. Oh, seht ihr, was ich meine? Das ist so riesig. Das ist echt unglaublich. Aber es ist nicht mal spannend riesig, es ist einfach nur riesig. Und das schreit doch geradezu nach einer kleinen Sicherung. Dann wollen wir mal loslegen. Einmal hier rein. Weiß gar nicht,
ob es hier überhaupt was Besonderes gab zum Mitnehmen. Ich glaube, wir machen wieder die Alle-Angreifen-Taktik. Wenn die sehr core-intensiv... Nein, oh du Sack. Du Sack. Diese scheiß Tarnfritzen, ey. Die denken nur aus, sie wären so cool. Torso-Strahl. Ja, natürlich den verfehlt, was auch sonst. Windpeitsche. Friss dieses. Du kannst den Mandalorianer Abklatsch erschießen. Hat sogar super geklappt. Dann enttarnt ihr mal. Oh, das wird nie reichen, leider. Oh, Mist. Oh, ja, nee, dann lass es einfach bleiben und... Komm, du kannst doch mal einfach versuchen, den einfach so zu treffen. Verfehlt, wer hätte es gedacht? Komm, du mal. Oh. Sogar getroffen. 60 Schaden, ja natürlich. Wir machen viel Schaden, das finde ich jetzt gar nicht so schön. Sehe ich jetzt erst. Verfehlt, ja was denn auch sonst? Verfehlt. Komm, irgendwer muss auch treffen. Komm, Lett, ich glaube an dich. War ja klar, dass das vergeblich ist. Guck mal, du hast ihn schon mal getroffen. Eigentlich müsste sie doch jetzt wissen, wo er steht. 52. Was machen die denn so viel Schaden? Aber unfair. Fehlt. Der Einzige, der hier Schaden machen darf, bin ich. Hat denn das keiner gesagt? Und wie lange will er eigentlich noch getarnt bleiben? Wie lange wollen wir verfehlen? Die Erwählten haben auch voll gut gegen mich getroffen, als ich getarnt war. Also bitte, tut mal nicht so, als wäre der Tarnzauber wirklich so imbar. Ja, die ganze Folge verbringen wir jetzt damit, diesen Typen hier irgendwie umzubringen. Das war echt nicht mal. Das ist ja echt nicht normal. Aber wie wir den jetzt verfehlt haben... Und wie der sich einfach nicht enttarnen will. Schon fast am Überlegen, Lett einfach zum Berserker zu machen. Das bringt auch nichts. Ey, als ob? Komm, Lett. Ja, danke. Das muss frustrierend für den gewesen sein. Soll's auch. Ja, komm, wisst ihr was? Trinken wir doch mal einen Trank. Haben wir doch so viele von. Wetten, hier kriegen wir wieder so arsch viele von den Dingern. Hier haben wir nichts. Einmal schnell speichern und weiter. Ich mag das Gefängnis halt einfach überhaupt nicht. Es ist, nee. Danach kommt nachher, ja, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das wird dann auch das vorletzte Areal schon sein. Ey, die Daltons. Wie nicht? Mann, zum Verwechseln ähnlich. Ja, Lett schafft eh keinen von denen. So. Wieso ist der WZ-Stoß durchgestrichen? Ach so, ist er gar nicht. Wie viel machst du mit so einem Windstoß? Bringt das was? 170? Nee, irgendwie gar nicht. Ja, schau mal, aber du schaffst den doch, ne? Ja. Ah, dann macht sie so viel wie Maya. Okay, dann bringt's doch was. Der hat seinen Schuss schon abgefeuert. Dann nimm lieber mal den da unten, bevor der seine volle Angriffskraft entfaltet. So, du haust dem einer rein.
Und dann einmal die Maya nochmal. Ich meine der Lobo nochmal. Ja, doof. Muss ich wohl immer den Windstoß bei ihr nehmen. Und dabei nur 3 Korbpunkte kostet, ist das gar nicht mal so schlimm. Kann man den häufiger verwenden. Danach müssen wir hier eh nur mal ein vernünftiges Schwert noch für Selina. Obwohl, ja, eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich werde Selina gar nicht mehr einsetzen, bis wir diese, bis wir die Zugang zu den High-End-Waffen haben. Also, muss ich, der Hinsicht gar nichts mehr für sie holen. Also, Rüstung kann ich schon mal sagen, so, da haben wir schon die High-End-Sachen. Was dazu kommt, sind noch bessere Waffen. Hallo ihr. Oh Gott, ihr seid alles Tarnheinis, ne? Oh, das kann ja nur schlimm werden. Sag mal. Wie wär's denn mit einem Torso-Blast? Mit so viel Core-Energie hier verschwenden. Ich sehe schon kommen. Torso-Blast war eine gute Idee. Und dann einfach eine Windpeitsche. Zack. Sterbt. Mal erst so aus, als hätte man sich selbst angegriffen. Oh. Als ob. Haben die sich einfach entschieden, nicht zu sterben. Das kann ich jetzt so leider nicht akzeptieren. Ah, Lobo schon. Lobo kann das akzeptieren. Wenn er sich jetzt getarnt hätte, ne? Nein, dafür tötet er jetzt bestimmt fast Led. Haha, nein. Wie geil. Schlitzt stundenlang an ihr rum und dann verfehlt. Ich mir das vor, wie er so die ganze Zeit daneben gestochen hat. Der war bestimmt betrunken und hat deswegen Led irgendwie so doppelt gesehen. 4000 Erfahrungen, meine Güte. Jetzt geht's aber ab hier. Da haben wir einen Schalter. Besser gesagt, ein Hebel. Led, ne, mit ihren übertriebenen Level-Abzahlen. Ah, da unten geht ein Türchen auf. Keine Ahnung, wo das war. Hab grad echt keine Ahnung, wo das war. Geil. Komme ich hier so weiter? Also hier unten oder ist da eine Mauer? Ah, da ist keine Mauer. So. Warte, dann gehe ich erstmal nach da oben. Da scheint Sackgasse zu sein. Unten haben wir die Tür aufgemacht. Muss man ganz penibel mal gucken. Kann auch in so einer Scheiße manchmal was versteckt sein. Ja, hier zum Beispiel. Eine Chorsphäre. Gut, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, hätten wir die übersehen. Oh, haben wir aber auch mittlerweile schon 8 Stück von. Nicht schlecht. Die sehen am coolsten aus. Die haben irgendwie was. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie das jetzt genau ablaufen soll mit der Wiederherstellung von Energie durch diese Artefakte. Meine, essen kann man ja schlecht. Was sonst, wenn wir konsumieren, da haben wir einen Container. Der lächelt uns schon an, als wollte er sagen, so, ja, komm hier. Nimm ich. Boah, aber noch überhaupt keinen Plan, wie ich an den kommen soll. Es ist aber auch alles verworren hier. Hier ist nix. Ziemlich viele Kühlkammern und sowas für ein
Gefängnis. Sieht eher aus wie ein örtliches Internat. Ein Spaß. So gut sehen die dann doch nicht aus. Gott, jetzt bin ich immer fies. Hier ist auch nix. Schön, dass man in die ganzen Räume rein kann, wo da nix ist. Schlimmer ist, dass man dann nicht mehr raus kann. Ach, Jinam-Soldaten. Ja, schau mal einer guck. Wie machen wir das denn jetzt? Ich würde sagen, genau, du lässt sie erstmal angreifen. Superlett hat richtig gut geklappt. Dein Windstoß brachte ja, glaube ich, mehr gegen die als die Reparatur. Vielleicht hätte auch ein normaler Angriff gereicht. Schlecht. Du tötest den Tarnfritzen, bevor der irgendwas Dummes an... Mann, Lobro, ey. Versuch dir mal zu brutzeln. Das hat zum Glück geklappt. Mensch, Lobo kann echt gar nichts. Wenn der jetzt einen von den Jinam-Soldaten hier getarnt hätte, dann wäre echt vorbei gewesen. Der ist tot. Ich sehe leider nicht, wie viele Lebenspunkte der hat. Oh Mann, Lobo. Sympathierst du mit denen oder war... Oh, der hält aber viele aus. Jetzt heilt der Spaten sich auch noch ein zu viel, weißt du was? Du hast es nicht anders gewollt. Höllenblitz. Overkill. Aber darauf hatte ich jetzt echt keine Lust. Das konnte er jetzt nicht mal sowas von der Backe schmieren. Hier, nimm meine Wurzel. Zeit schneller. Maya kann Brote essen. Passt perfekt. Hier noch irgendwas? Nö. Ach komm, renn doch hier raus. Mensch, Mädel. Da kann man in die Kantine rein. Die auch sehr geräumig ist tatsächlich. Sieht auch mehr nach Schule aus. Ich glaube wirklich ein Internat. Die haben gelogen. Überhaupt keine Häftlingsanstalt. Ich glaube, von den Tellern kann man sich ein bisschen was grapschen, genauso wie hier aus der Vorratskammer. Ich glaube, ganz ehrlich, ich mache es mir hier einfach. Nimm einfach den Höllenblitz. Auf alle. Das geht vor allem hier gegen die Schwarzen einfach besser. Ja, ich glaube, ein Stufe 1 Höllenblitz reicht da sogar auch. Geht aber schneller. Schön geschmeidig. Können wir uns nicht eine Wurzel hier klauen? Was lieber für ein Gerücht. Können wir echt nie, sonst kommt man sich immer Wurzeln krallen. Mensch. Selbst das versagt das Spiel einem jetzt. Aber nochmal eben in die Kühlkammer. Den Container, obwohl die... doch, die ist hier. Da ist ein Hebel, den kann man auch nochmal betätigen. Aber erstmal will ich hier ran. Pff, toll! Ey, was ein Witz! Hier in so einem Container stecken sie eine Scheißwurzel. Das ist ja echt arschi. Das Spiel ist doch von Arschlöchern entwickelt. Da geht's einmal auf. Es geht nur da auf. Ja, was da genau aber ist, das schauen wir da mal in der nächsten Folge. Obwohl, vielleicht begebe ich mich einfach schon mal in den Gang. Bevor ich sonst nächste Woche vergessen habe, was ich eigentlich wollte. Lasst euch nicht stören beim Essen. Schade. Ich hab doch gesagt, lasst euch nicht stören. Oh Mann.
Ich glaube, es wird Zeit mal wieder für einen Overkill. Hier Erdfluch auf alle und beschwören. Das kostet gar nicht mal so viel. Nimm dies. Übertreib jetzt einfach. Weil ich mir denke, scheiß doch auf meine Core-Energie. Kann jetzt eh machen, was ich will. Tschüss, tschüss, tschüss. Okay, ich glaube, Setna und Pilitak würden sogar auch reichen. Könnte eigentlich alles hier nur mit diesen Beschwörungszaubern machen. Natürlich ein bisschen stumpfsinnig. Den Kampf hatte ich jetzt zum Beispiel keinen Bock, nur mit Kampffähigkeiten auszufechten. Gut, komm. Hier auch mal eben rein ins Bad. Ist hier wieder irgendwas unter den... Ja, genau. Unter den Abflüssen. Nochmal eine Chorsphäre. Hier mache ich jetzt aber wirklich Schluss und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Subterra Core und bis dahin macht's gut.